Ja, einen schönen Abend, liebe Leute. Jetzt das Video, was ich gestern schon angekündigt habe, über den Herrn Lasle. Und gestern habe ich leider nicht mehr die Zeit gefunden, weil ich gestern nicht, wo ich angekündigt habe, zu machen, weil ich hatte familiäre was Wichtiges zu erledigen, das wichtiger war. Genau, aber jetzt mache ich das. Genau, es geht halt um diesen Herrn Lasle wieder, der. Moment, ich lese euch einmal die eine, also er hat ja viele Kommentare, schreibt er ja immer. Ich lese euch jetzt mal einen Kommentar vor, der es in sich hat von ihm. So, geht jetzt los für alle, die noch nicht gelesen haben. Also vom Herrn Lasle. Auch nochmals für dich in ganz normaler Sprache. Es ist dir untersagt, weiterhin Videos zu machen, in denen mein Name erwähnt wird. In Absprache mit der Polizei wird jedes weitere Video angezeigt, wegen Cybermobbing. So einfach ist das. Und dies reicht als ganz klare Ansage aus. Jedes weitere Video wird einzeln angezeigt. Bis du und dein Rocker es versteht. Euer Mist ist mir scheißegal. Ihr deckt nichts auf. Fertig. Ihr seid zwei Cybermobber, die zu viel Zeit haben. Ein Rentner und ein Privatier. So nennt man sich heute als Bürgergeldbezieher. Macht was Sinnvolles, wie gesagt. Es wird jedes weitere Video einzeln angezeigt. Und glaubt mir, ich traue mich genug. Habe genug Beziehungen. Trag es weiter und du wirst die Konsequenzen tragen. Na, heftig, heftig, heftig. Ja, denn, also ich trage jetzt gerne die Konsequenzen nicht, weil ich ja wieder ein Video mache. Und ja, daran sieht man einfach die Verzweiflung, die Hilflosigkeit. Natürlich möchte er einerseits die Geschichte aufrechterhalten für sich selber und für den Glauben. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es ein ganz klares Machtspiel. Er ist ja auch ein sehr, sehr, sehr gestörter Narzisst und dass er überhaupt nicht, also er fehlt überhaupt kein Fahler, also noch nicht mal, also irgendwie, dass er ein bisschen was irgendwie Einfluss auf uns nehmen kann, also wenigstens ein bisschen entgegenkommen und das versucht er jetzt damit, ja, und du siehst doch, dass du so weit nicht weiterkommst, das machst du das machst du schon seit Monaten, Lasle, ja, ganz im Gegenteil, wenn sowas kommt, werden meine Videos nur noch heftiger und ja. Und ja gut, ich meine natürlich, um deinen Leuten das zu zeigen, hat vielleicht auch einen Sinn oder sowas. Und ja, es ist halt einfach, wie gesagt, er ringt, also das ist das Erste, das Zweite, er ringt um Macht halt irgendwie zumindest uns ein bisschen einer geblieben. Das ist ganz, ganz schlimm für ihn halt, als Narzisst, als schwer gestörter Narzisst, ja. Wie nochmal gesagt, euer Lasle, also der so gut bürgerlich schwäbisch ist und auf zünftig und auf, was ich, Vorbildfunktion macht und auch irgendwie zeigt sich im sozialen Bereich oder sowas, das ist er halt nicht. Das ist er halt nicht. Er ist kein netter Mensch. Ne? Und glaubt mir das, das habe ich in 2 Jahren schon fast, hat das gedau oder gedauert, bis ich das herausgefunden habe. Ich habe auch erst gedacht, immer, er ist. Das habe ich ja noch versucht, zu viel zu erklären. Er ist irgendwie gekränkt worden vom Andreas und ist tief gekränkt und ist in einem drin ein ganz lieber Kerl und möchte die Wahrheit halt jetzt nicht wissen und sowas halt. Ich meine, das stimmt zwar auch schon, sie war aber nicht aus anderen Gründen halt, ja. Und er schreibt ja auch, euer Mist ist mir scheißegal, also zum 100. Mal ist es ihm halt eben nicht scheißegal. Ja. Ich weiß jetzt nicht mit mir, ich glaube mittlerweile gegen mich auch etwas, ja, oder auch etwas mehr, aber sein Leben dreht sich um den Andreas. Er will, das ist das Allerwichtigste, den Menschen fertig zu machen, ja. Und wie gesagt, ihr Cybermobber, erstmal gibt es Cybermobbing nicht, die Anzeige, das kannst du wegen Beleidigung oder übler Nachrede. Und zwar ins Moment. Ja, wie gesagt, also er ist ja immer der, der weiterhin macht. Und er hat mir jetzt ja auch in diesem Video, glaube ich, auch schon den kurzen vier Kommentare geschrieben. Ihr wisst das ja. Ne? Es ist ihm halt alles andere als scheißegal. Als auf alle Fälle mit Andreas nicht. Das ist für ihn die wichtigste, also im negativen Sinn, Person seines Lebens, weil er ihn unbedingt einer auswischen will. Dann halt natürlich auch wieder Sache, er bezeichnet mich als also Bürgergeldbezieher. Woher weißt du das? Vielleicht kriege ich ja nur Sozialhilfe, nicht Bürgergeld. Und Bürgergeld ist übrigens nicht das gleiche wie Sozialhilfe. Kannst mal googeln. Ich kriege ja Sozialhilfe, ne? Auf alle Fälle, das brauche auch, um sich besser zu fühlen. Also natürlich gewisse Sachen einen zu verunsichern, auf der anderen Seite einen runterzudrücken, dass er sich besser fühlt halt.
Also wie gesagt, euer Lasle ist eine ganz verdorbene Persönlichkeit, wirklich eine ganz verdorbene. Also Persönlichkeit kann man eigentlich gar nicht davon reden. Es ist einfach, der ist von Bosheit zerfressen, der Herr Lasle. Und nochmal, ich habe dafür eine lange Zeit gebraucht. Ich habe ihn wirklich als netten Menschen, also als super netten jetzt vielleicht nicht, aber als Menschen irgendwie okay war, habe ich mir gedacht, ja. Das ist nicht so dahergesagt, das ist nicht so dahergezeigt. Und wie gesagt, Lasle, zeig mich an, mach es, mach es. Aber ich wette mit dir, vieles ist aktenkundig. Ja. Ja. Und ja, mach jetzt endlich mal. Also wie gesagt, der Lockhäuser, der redet ja auch immer viel, aber der hat mich ja, wie gesagt, zumindest hat er mich einmal wegen dem Ding angezeigt, wegen dem Führungszeugnis da vorlesen und dann jetzt wahrscheinlich auch wegen dem. Da drehst du es mir auch so im Mund, ach, das muss ich auch noch vorlegen. Moment, Moment, Moment. Moment. Genau, es ist ein Kommentar, da geht er auf mein gestriges Video ein, ne? Da schreibt er: Du halbstarker Cybermobber, ich habe dich nicht angezeigt, du Lügner. Also erstmal danke für das Kompliment. Ich werde nächstes Jahr im Frühling 50. Sehe ich wohl aus wie 15, oder? Naja, gut, okay, das ist wieder was anderes. Du Lügner. Ich habe ja gestern was vollkommen anderes gesagt, aber das ist auch so typisch, Narzisst. Das Wort im Munde ausdrehen, nur das Negative rausziehen. Nur, was du diesmal nicht bedacht hast, liebes Lasle, dass das ja auf Video ist, was ich gesagt habe. Ne? Und jetzt lasse ich mal kurz nochmal von gestern ablaufen. Was mich ein bisschen wundert, also normalerweise bekommt man ja immer, wenn man eine Anzeige bekommt, erstmal so ein Ding von der Polizei, dass man sich dazu äußern kann, und habe ich nicht bekommen. Also ich wusste gar nicht, dass gegen mich ermittelt wurde wegen Verleumdung. Und naja, hat einer wohl gemacht. Ich schätze mal, das war der Michael Lockhäuser-Bäumer. Kann natürlich auch sein, der Lasler, aber ich denke mal, der traut sich sowas nicht. Genau. Gut, komisch. Also wie gesagt, ich hab davon jetzt gehört, wo es zu Ende ist. Gut, wollte ich sagen, es kommt nachher noch ein Video über ein Laslesen. Genau, er sieht, ich habe das ja relativiert. Ja? Also ich habe gesagt, eher der Lockhäuser Bäumer könnte sein, aber mit einer Minimalchance halt. Ja? Er zieht es natürlich so raus. Nur diesmal ist er aufgenommen lassen. Ja. Genau. Ah, jetzt ist übrigens, gerade während ich dieses Video mache, ein neuer Kommentar rausgekommen. Den lese ich auch mal vor von ihm. Also wie gesagt, ich habe, Andreas hat, glaube ich, einmal geschrieben in diesem, also jetzt in den letzten Videos, und der Michael auch. Ich habe überhaupt nicht zurückgeschrieben. Und er haut immer wieder welche rein halt, ja, und bezeichnet uns als Cybermobbing, und wir sind ihm scheißegal halt. Das ist unglaublich. Und es ist gerade ein Frischer reingekommen, der ein paar Minuten alt ist. Den lese ich euch auch vor. Moment, muss eine Pause kurz machen, wieder. Also ich glaube, 3, 4 Minuten ist er alt. Hier steht zwar 2, aber da habe ich einen Screenshot von gemacht. Also wird schon 5, 6 Minuten, aber ist ja auch egal. Also während des Videos. Da hat er wahrscheinlich irgendwie den Andreas oder sowas gemeint, weiß ich. Nein, verstanden, es ist Schluss. Aus die Terrorsituation. Sucht euch ein anderes Opfer. Ende, Grüße von der Polizei Mösingen und Reutlingen. Aus, es wird alles gesehen und umgehend angezeigt. Befriedigt euch auf andere Art und Weise. Und lasst mir meine Ruhe. Verstanden? Ja, immer das Gleiche. Er ist verzweifelt und die Geschichte aufrecht, was ich vor seiner Lebensgefährtin und sowas. Er stellt sich als Opfer dar, obwohl er nur Täter ist. Und es ist halt typisch narzisstisch. Und ja, genau. Das wäre so eigentlich das Ding ist. Achso, dann wollte ich was sagen. Lasse, du hast doch hier. Das ist ja das Einzigste, wo du Kontakt haben kannst, also mit uns. Ne? Also meine Kommentare bei YouTube. Gut, du hast auch diesen einen Kanal vom Andreas, aber der ist natürlich nicht so aktuell. Da macht er ja keinen, also diesen Ersatzkanal. Da macht er ja keine Videos. Jetzt pass mal auf, Lasse. Du kannst heute einen Kommentar schreiben, wann du willst. Aber wenn du diesen, und du kannst auch was schreiben, was du willst, und du kannst auch schreiben, so lange wie du willst. Da kann ein ganz langer Kommentar sein, du kannst was schreiben und Dinges. Aber ab dem Kommentar, den du geschrieben hast, wirst du erst nach 24 Stunden wieder einschreiben. Ja, wenn du vor den 24 Stunden einschreibst, du kannst dann auf alles eingehen, also wenn die 24 Stunden vorbei sind. Wenn du vorher einschreibst, werde ich dich sperren. Ja, warte halt ab, was der Andreas, der Michael und ich schreiben, und dann hast du alle 24 Stunden. Und ich wette, du machst es allein deswegen schon nicht, weil ich es jetzt sage. Aber dann machst du dir eine Sprache kaputt. Also ich werde jetzt, wenn der Kommentar auf dieses Video kommt, also das hast du natürlich gleich mal erstmal frei, und dann 24 Stunden, was ich gesagt habe. Ja. Genau, aber wie gesagt, ich glaube, du wirst bald gesperrt. Also dann, ne? Ciao, ciao. Schönen Abend noch.